Kann ich mal kurz auf die Karte schauen? Kopfgeld ist immer noch 100. Okay. Das wird nicht lange bleiben. Aber Liz, dafür könntest du die Figuren kaufen. Nein. Nein. Ich spare das lieber. 100 Jahre. So wie immer. Nicht, dass dafür jemand sich opfern muss. Das ist nicht schön. Weil ich dann immer, wenn ich die Figur dann sehen würde, daran denken würde, die Person ist dafür gestorben. Nein. Ich kann das nicht. Ich bin nicht so herzlos. Rockstar Games und seine Überfälle immer. Ja. Dein Hintern. Someone's coming. Duck. Mach doch deinen Kopf. We have to check the train. Nein, nicht checken. Lemoyne National Bank. It's not like they're gonna take the first line out of town. But old Milton said. Milton said a lot. Come on, I won't be out here all night. Was schwebt da die ganze Zeit? Ach, Schleichaufgaben machen mich nervös. Wir müssen sie töten, ne? Head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out. How? I don't know. Make a noise, whistle or something. Locke die Wachen in den Bereich, ohne entdeckt zu werden. Schön. Okay. Kann ich am besten. Nicht entdeckt werden. Oh, die kommen genau. Von wo kommt die denn jetzt? Oh shit. Nein! Nein, nein, nein! Oh, ich hasse das. Ich bin fast entdeckt worden. Hello? Is someone whistle out here? Shit, no one. Nee, hier hat niemand gepfiffen. Boah, das war so knapp. Das war so knapp. Jetzt warte doch mal. Warum muss ich denn immer hier der Lockvogel sein? You go the other way. Du willst dich opfern? You heard what I said. Nein! Oh, I like it. Real brave. What in the hell? Who is... Du magst ihn, weil er sich jetzt opfert. Er wird sterben. Stop, stop! That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Ich finde das jetzt gar nicht wunderbar. Das finde ich jetzt überhaupt nicht wunderbar. Im Grunde werden wir ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Okay. Hallo Schnitzel. Okay. Darf ich meinen Namen ins Death Note schreiben? Um es zu testen. Eine tote Notch. Ach so. Wow. Wow. Nein, bitte nicht machen. John, Lenny, Jose, that wasn't good. Ach. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence.
and find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Was ist jetzt mit unserer Gruppe? Die werden wir dann auch nie wiedersehen, oder was? Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's was? Apparently. Wo ist mein Pferd? Ich möchte mein Pferd wieder haben. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor. Also gibt es jetzt noch mehr Orte, die man hier sieht, oder was? That cloud looked like good news to you. Wow, okay, die Mission hat mich jetzt gerade ein bisschen geflasht, aber auch traurig gemacht. Und wir sind jetzt mitten im Sturm, ne? Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Auf offenem Meer im Sturm zu sein. Ich mag es nicht, wenn das Meer so aufbrausend und so ist. Die Wellen Meter hoch sind. Achso, ich will mal die ganze Zeit was drücken. I'm okay. You? Yeah. This ain't moving. Yeah. Yeah, you go on ahead. Try and find another way. Oh, God damn it! Ach du Scheiße! Sinken wir gerade oder so? Oh ja, wir sinken. Wo ich jetzt den Titanic-Song. Ich weiß halt nicht, ob das eine gute Idee. Naja, was. Die haben ja keine Wahl, ne? Entschuldigung. Ah, es muss doch eisig kalt sein. Wieso brennt das Schiff, wenn es auf dem Wasser fährt? Naja, das Deck brennt, das ist ja noch nicht unten. Also, ich muss mal sagen, gerade Plot-Twist, okay? Das hätte ich jetzt niemals erwartet. Willkommen in der neuen Welt. Was? Wie jetzt neue Welt? Und ich habe keine Schuhe. Eine einsame Insel. Dann machen wir es wie Johnny Depp in Fluch der Karibik. Auf Schildkröten mit unseren... Wie hat er es gemacht mit den Schildkröten? Hat er da so eine verrückte Story erzählt? So landet man bestimmt im Multiplayer. Mhm. Please no. Please no. Also ich weiß, dass hier ein Multiplayer kommen soll. Oder schon ist. Ich okay.
Das müssen wir jetzt auch machen. Und die Sicht ist gerade ziemlich beschissen. Warum ist eigentlich sein Bart jetzt so gewachsen? Die Szene ist doch vor kurzem erst passiert. Warum ist jetzt sein Bart so lauschig, buschig? Oder die Szene mit den Krabben war auch nice. Ja. Ja. Und das ist kein Spoiler, man weiß nicht, was gemeint ist. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Vielleicht ist das auch alles nur ein Traum. Vielleicht sind wir tot. Oder wir liegen noch im Bett und das war alles nur ein Albtraum. So eine Eidechse? Der ist ins offene Meer voller Bartwuchsmittel gefallen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Weil mich das total verwirrt, dass sein Bart jetzt auf einmal so buschig ist. Und er ist so rot. Es scheint da sehr warm zu sein. Wir wollten ja nach Kuba anscheinend. Kapitel 5. Dankeschön für deine Seele, die du jetzt unfreiwillig abgeben musstest. Ans Land gespült. Das ist Mr. Krabs. Ich habe vorhin schon gesagt, lass dich nicht verarschen. Ich nehme aber so was. Ja. Was soll ich denn machen? So. Wir haben Hunger, wir haben keine Energie. Und das sieht hier verdammt geil aus. Musst du mein Hand jetzt ab... Wow. Jetzt checke ich es erst. Wow. Es ist auf einer einsamen Multiplayer-Insel angekommen. Auf welchen einsamen Multiplayer wird sie stoßen? Ja, wir spielen jetzt den Multiplayer von Red... Was für ein Zufall. Ja, dass ihr alle noch lebt. Ich bin leicht verwirrt. Okay. Ich hatte noch nie eine Seele. Das wäre mir neu, falls sie nicht ankommen, musst du dir leider etwas anderes sagen. Warum sagen so viele, dass sie keine Seele haben? Wie soll ich mich denn ernähren? Ich habe ja auch keine. Ich ernähre mich doch von Seelen. Javier asked a local. It's a so Mist. Old sugar plantation island. Er ist wohl ein paar Tage im Wasser gewesen. Anscheinend. Also am Strand hat er wahrscheinlich ein paar Tage ohnmächtig gelegen. Darum hat er auch so einen Sonnenbrand. Und da oben, oh nein, wir werden überfallen. Nein, das sind irgendwelche Gesetzeshüter, ne? Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Oop. Señor, por favor, we are no one. What's your name? Aiden. O'Malley. Du bist jetzt auf der Arkinsel. What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea. Nimmst du den Bankkonto? Wow. In a storm. Is that so? No. Wow. I'm in the habit of looking like this. Ich existiere nicht, also habe ich kein Konto. Necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! Na super. Los, wir müssen die Reihe noch verlängern. Wir müssen tanzen. Scheiße, jetzt sind wir gefangen.
Das läuft echt beschissen gerade. Levi Simon, Senior Overseer for Alberto Fusar. We run the third most das läuft echt gerade beschissen für uns. Wollung, ja. Die müssen mitmachen. What sort of trouble? No, the usual sort. Ab in den Steinbruch. What ain't theirs and others telling them to take it. I don't get you. Labor troubles. And other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Wenn ich nicht richtig mitgehe, dann ziehen die mich und dann vibriert mein Controller. Das ist irgendwie lustig. Ich hab auch mal Seelen gesammelt. Die stehen noch im Keller. Hab die immer im Einmachwesen gepackt. Ja, das mache ich auch so. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich sie. Das ist eine schöne Deko, oder, Otto? Oh, ich hab Hunger, hört auf. Hey, ich verstehe dich, ich kann den Untertitel lesen. Mano. What now, Aiden? I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Well, for now, we're stuck then. Ah, das sieht hier voll schön aus. Sieht man eigentlich eine Karte? Okay. Also hier ist ein Stück. Wow, das ist eigentlich. Ja, es geht eigentlich von der Größe her. Neuer Abschnitt. Ist jetzt nur die Frage, kann ich jetzt überhaupt noch zurück? Oder kann ich hier auch irgendwas aufbauen? Wow. Vielleicht möchte ich doch hier bleiben. Falls wir überhaupt noch wegkommen. Ja? Ja, wir können hier ruhig bleiben. 40 Sekunden. Was ist in 40 Sekunden? Who knows? Well, they got them chained and lashed, but they don't look too dangerous. Excuse me, sir. Who are our new friends here? Doch, doch, schon gesehen und gegessen. Wow, Shadow. What crime did they commit? Insurrection. Insurrection? That's quite a word. Cállate, señor Fuentes. Muévanse. Todos. Mach das, Tentakel. Mach das. Howdy, Partner. Hallo, Rolo Tomassi. Ich glaube, ich habe den Namen nicht so doof ausgesprochen. Wir sitzen hier fett in der Scheiße, würde ich mal sagen. Es sieht nicht gut für uns aus. Was soll ich jetzt machen? Ich habe immer noch etwas Persönliches von denen. Ah, dass du die besser unterscheiden kannst. Das ist eine gute Idee. Ja, wir sind frei. Was für ein glücklicher Zufall. Damit ich dich besser treffe. Und dir mich auch. Ist er noch da oder ist er abgehauen? Everyone okay? Alle Menschen umbringen. Ja, alle Zeugen müssen wir loswerden. Reinforcements. Was passiert, wenn man einen Namen ist, das nicht reinschreibt? 40 Sekunden. Come on, Sammy! Everyone, follow me!
Das ist eine leider Sklaventruppe. Und wenn ich hier nicht abhaue, dann bin ich der Sklave. Nein, wir verlieren einen nach den anderen. Ja, woher soll die Kraft her haben? Lieber hier oben. Fühle ich mich sicherer. Ja, mein Data ist halt. Kann ich nicht nutzen. Egal wo wir ankommen, niemand mag uns. Nein, ihr rennt nicht weg. Oh, ich hab den noch erwischt. Come on, follow me. Cool. Besorgt ihr mal lieber. Ja, ich brauche wirklich einen Hut. Arthur sieht auch nicht gut aus. Er ist total rot. What are you doing here? I have no idea. Running from somebody or something, I guess. Du hast Kniezeit, bis gleich. Okay, Shadow, bis gleich. Dutch Vanderlyn. These drowned rats are Micah, Bill and Arthur. Okay. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. Okay. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Also ein Schmuggler? Let's rest a moment. Down there is Aqua Dolce, Fusa's compound. The sugarcane these poor men killed themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. Er hat uns auch gerettet, also. I need something in return. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. If you help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Ich hoffe, er lebt noch. Gracias. If your friend is still alive, meine Liste überarbeiten. We will have him at Fusa's compound. There is a cave. Also meinst du die Anime-Liste? It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well, goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. Ja, Arthur, sieht doch nicht gut aus. I'm so sorry, boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, aber wer hat uns denn jetzt verraten? Do some more scouting. Carefully. Hm.
Auch wie er aussieht, Alter. Richtig durchgegart.